In diesem Video zeigen wir dir, wie du bei deiner GigaTV-Cablebox 2 deine Sender sortierst. Ändere die Reihenfolge in den Einstellungen und ordne die TV-Sender nach deinen Vorstellungen. Du kannst dabei entweder einzelne Sender sortieren oder gleich mehrere. So fällt die lästige Suche nach deinen Lieblingssendern weg. Zu den Einstellungen kommst du über das Zahnrad-Symbol. In den Einstellungen scrollst du mit den Punkttasten durch die Kategorien. Spring mit dem Steuerkreuz eine Kategorie nach unten. So kommst du zur Senderliste und Aufnahmen. Geh jetzt mit den Punkttasten nach rechts. Dort findest du den Punkt Senderliste sortieren. Wähl jetzt den Sender aus, den du verschieben möchtest. Und bestätige die Auswahl mit der OK-Taste. Schieb den Sender mit den Punkttasten an die gewünschte Position oder gib direkt die neue Sendernummer ein. Bestätige anschließend die neue Position mit OK. Du möchtest gleich mehrere Sender sortieren? Dann wähl unten links Mehrfachauswahl. Wähl die einzelnen Sender aus, die du verschieben möchtest. Die ausgewählten Sender rücken dadurch leicht nach links. Du hast alle Sender ausgewählt? Dann bestätige deine Auswahl mit dem Button Anwenden. Jetzt legst du mit Hilfe der Hoch-Runter-Taste die neue Position der Sender fest oder gib die gewünschte Senderplatznummer ein. Zum Schluss speicherst du die Sortierung mit dem Button Bestätige. Mehr Infos zur GigaTV Cablebox 2 findest du auf unserer Hilfeseite. Der Link ist in der Beschreibung. Together we can!